Video Agent Installation. Herzlich willkommen zu diesem Übersichtsvideo zur heute erschienenen Command & Conquer Remastered Collection. Und wer hier nicht schon wirklich nostalgische Gefühle aus der 10-Liter-Buddel bekommt, weil nämlich ein von Petroglyph und EA beauftragter User in 6 Monate langer Arbeit den Original-Intro-Eindruck von C&C schon beim Installieren wiederbelebt hat mit diesem schönen Video. Damals waren es natürlich programmierte Effekte, heute ist es ein Video. Also dem kann ich nicht helfen, der kann nicht vor 20 Jahren Command & Conquer installiert haben. Völlig unmöglich. Und wie schön, dass jetzt hier so hochgezählt ist auf 4K-Auflösung. Welcome to the Electronic Video Agent Installation. Also wirklich klasse. Ich hatte da ganz großen Spaß dran. Aber es ist nur ein Video. Also da wird nichts wirklich installiert, wenn ihr das beim ersten Mal seht. Es ist wirklich purer, nostalgischer Spaß. Und dieser nostalgische Spaß geht weiter, denn das eigentliche Spiel ist haargenau das, was ihr von damals kennt. Mir wären keine, zum Beispiel KI-Verbesserungen aufgefallen, aber es hat sich viel im Drumherum getan und auch in der Benutzerfreundlichkeit. Dazu komme ich noch. Aber ansonsten, GDI-Kampagne wie eh und je, Not-Kampagne wie eh und je, ab und zu dürft ihr mal eine andere Mission auswählen und dann kommen auch gleich die bahnbrechenden Videosequenzen. Und Infos versprochen zu Kane und Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Carter sagt, ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Wobei just hier die GDI-Commander-Ansprachen relativ gut in die Moderne gerettet wurden. Bekanntlich gab es ja die Originalaufnahmen nicht mehr, also die Rohaufnahmen auf den Film- oder Videokameras. Darum hat man das alles hochgerechnet. Und hier in solchen Nahaufnahmen geht's. Ich zeige euch nachher noch ein Beispiel, wo es richtig gruselig aussieht, wenn die Figuren etwas kleiner sind. Und dann beginnt das eigentliche Spiel und ein echter Retro-Flash erwartet uns. Denn ziemlich genau so und ziemlich genau in dieser Auflösung sah Command & Conquer damals in der MS-DOS-Version in 320x400 Pixeln aus. Man kann aber auch rauszoomen, wie hier. Und man kann, und das würde ich fast empfehlen, kann auch auf die neue Grafik umschalten. Dies ist auch nicht gerade Art-Design würdig, aber sie behält irgendwie den alten Look bei und man erkennt auch bei manchen Einheiten erstmals, was das überhaupt sein sollte. Ich denke da vor allem an die Jeeps in Red Alert. Und was auch modernisiert wurde, ist der schon damals fantastische Soundtrack. Jawohl, Sir. In Ordnung. Der damalige Composer und auch jetzt wieder Kontributor Frank Klepacki hat den geremastert und überarbeitet und neue Stücke dazu komponiert. Also auf die Ohren gibt's wirklich einiges an Industrial Sounds und hämmernden Rhythmen. Was sich auch geändert hat, wenn ihr das wollt, könnt ihr auch auf die klassische Interface-Art umschalten, ist rechts dieses Bedienelement. Das war ja so einer der Hauptunterschiede zur Warcraft-Konkurrenzserie, wo man ganz anders bedient hat. Bei C&C könnt ihr immer über das rechte Seitenmenü quasi Baubefehle geben. Jetzt aber ist das in verschiedene Tabs unterteilt und es passen auch viel mehr Icons auf den Bildschirm, nämlich, wie er schnell nachzählt, immerhin 18. Das heißt, ihr könnt ohne da rumzuscrollen ziemlich viel sehr, sehr schnell befehlen oder bauen. Wie schon gesagt, an den eigentlichen Missionen hat sich rein gar nichts getan. Die sind immer noch sehr geskriptet. KI heißt hier vor allem, dass irgendwo fest Einheiten platziert sind und immer wieder nach festen Scripts an genau denselben Stellen dieselben Gegner kommen alle paar Minuten. Aber so war das eben damals und das bekommt man eben wieder. Und es ist durchaus gar nicht mal so einfach, wenn man mal so die ersten 3, 4 Missionen jeder Kampagne hinter sich hat, noch zu gewinnen. Eine der vielen neuen Komfort- und Extra-Funktionen ist die Jukebox, wo ihr euch aus der doch recht beachtlichen Liste aus Dutzenden von Songs, teils alte geremastert, teils ganz neue, die ihr euch aber auch in der alten, nicht so tollen Qualität geben könnt, könnt ihr euch eine eigene Playlist aussuchen, die wird dann abgespielt in Missionen, also wirklich herzallerliebst.
Es sind natürlich sämtliche Zusatzpacks an offiziellen Missionen enthalten, inklusive der konsolenexklusiven Missionen. Und diese Add-on-Missionen sind teils hammerschwer. Hier zum Beispiel, wer in den ersten 2 Sekunden nicht richtig klickt, verliert gleich einen von 2 Kommandos und kann die Mission neu starten. Na gut, zu wenig Kommandos, auch da können wir abhelfen. Es gibt Zusatzmissionen, wo er gleich von Anfang an ein Dutzend Kommandos steuert. Da ist eine Menge drin, aber natürlich hat sich auch in Sachen Multiplayer einiges getan, denn es gibt jetzt Lobbys, Ranglisten, Wiederholungs- und Zuschauermodi, wie man es halt heute erwartet. Wird gebaut. Auch die 2 Fun-Missionen habt ihr hier wieder drin, hier übrigens Kane. Damals hat man sowas ernst genommen und Kenner wissen, was jetzt kommt. Es gibt sie wieder. Die Dino-Mission. Verstärkungen sind angetroffen. Jawohl, Sir. Allerdings hat man hier auch echt einen spielerischen Vorteil. Zum ersten Mal in der Geschichte von Command & Conquer erkennt man, dass das hier kein Hamster sein soll, sondern ein Dinosaurier. Na, hat schon Vorteile, die Remastered-Fassung. Und um jetzt mal ernst zu werden, das Ganze ist schon ein sehr liebevoll gemachtes Projekt. Also es gibt unheimlich viel drumherum. Es gibt noch eine Bonusgalerie. Klar, bei den Grafik- und Steuerungsoptionen habt ihr wahnsinnig viele Anpassungsmöglichkeiten und Auflösungen und Pipapo. Es gibt Mod-Unterstützung mit Steam-Workshop-Anbindung. Es gibt die Multiplayer-Geschichten. Es gibt den Karteneditor. Es gibt einen Gefechtsmodus für den Tiberium-Konflikt, also den ersten Command & Conquer-Teil. Die Zooms, die verbesserte Steuerung, alles Mögliche, was wirklich mit Liebe gemacht worden ist von Leuten, die, glaube ich, nicht nur auf schnelle Geld aus waren. Und es gibt auch noch Red Alert, was wir damals in Deutschland als Command & Conquer 2 verkauft bekommen haben, was wir auch willig nachgebetet haben, ohne groß drüber nachzudenken. In Wahrheit ist der Red Alert oder Alarmstufe Rot ein wirklich eigenständiges Programm mit einer ganz eigenen Parallelwelthandlung, Sowjets, Stalin und so weiter, nur mit komischen Zukunftstechnologien. Das ist auch alles drin, auch hier wieder mit allen Erweiterungspacks wie Retaliation, aber auch mit teilweise erschreckend hässlichen, hochgerechneten Videosequenzen. Also schaut euch das mal an hier, also ja grauenhaft. Und da frage ich mich fast, ob es nicht besser gewesen wäre, die Videos in der alten Pixelherrlichkeit zu zeigen, weil das hier finde ich wirklich schwer erträglich. Die Einwirkungszeit hängt von der Panzerung der Cyborgs ab. Bei den Mechanobots hat es weniger als 15 Sekunden gedauert. Bei einem Schütze 2 Cyborg länger, zwischen 18 und 42 Sekunden. Und die FMV-Sequenzen gehen ja noch. Schaut euch mal dieses desaströse Cutscene-Render-Video an. Während Red Alert in der Historie dann schon technisch ein bisschen besser aussah, höhere Auflösung und so weiter hatte, ist der Unterschied natürlich in der Remastered-Fassung nicht vorhanden. Aber auch hier haben es die Designer geschafft, dass der Look auch in der modernen Grafik erhalten bleibt. Insgesamt haben die Designer sogar einen sehr guten Job gemacht. Hier wurde erkennbar nah am Original gearbeitet, bis hin zu diesem neuen Intro-Installations-Fake-Video. Also ich glaube, als alter Fan kann man hier sehr wenig meckern. Als moderner Spieler, ich weiß nicht, ob ich die Kampagne nochmal neu durchspielen möchte. Ja, das macht schon noch Spaß, aber nee, es hat sich halt inhaltlich nichts dran getan. Die KI ist so doof wie damals, die Missionen beruhen noch genauso auf Skripte ohne Ende. Naja, man weiß, was man bekommt. Am ehesten, glaube ich, ist das, außer natürlich für Nostalgiker, die einfach da nochmal ein paar Stündchen Spaß haben wollen, am ehesten ist das für Multiplayer-Fans gedacht, die vielleicht nicht so eine hohe Eintrittsbarriere und so eine relativ komplizierte Spielmechanik wollen, wie etwa bei modernen Age of Empires Remake. Denn hier geht's schnell zur Sache, das Ganze ist erlernbar und es verspricht puren Fun. Bestätigt. Jawohl, Sir.